Hallo Leute und herzlich willkommen zum Kupferinselchen, wo wir immer noch das Schweinchen an Bord haben und unser zusätzliches Küken. Oder hoffe ich doch zumindest. Hi, tut mir leid, Kleiner, aber ich bin im Moment sehr beschäftigt mit Sachen, das ist okay. Wir schauen uns nur um auf deinem Kupferinselchen. Hallo. Always move towards the horizon, MRK. Das ist, glaube ich, Horizon, ne? Und nicht Horizon. Ich habe bei dem Wort solche Probleme, mir zu merken, wie es richtig genutzt wird. Ja, wenn man hier alle paar Tage vorbeikommt, hast du kein Problem mehr mit Ärzten und so, ne? Bin schon wieder total erschöpft. Ich hab auch keine Mine hier, warum nicht? Hier ist Gold, habe ich, glaube ich, gerade gesehen. Das sieht nach einer teuren Muschel aus da hinten. Kommen wir denn jetzt hier hoch? Verdammte Kacke. Muss ich echt von oben mich dann runtergleiten lassen oder was? Das hätte fast geklappt. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin, Leute. Scheißen wir mal kurz auf die Muschel. Und gehen hier weiter lang. Bin gespannt, ob die, ob es wieder ein, also es gibt ja bestimmt noch ein Upgrade von Hammer und so. Und ob das dann aus Gold gemacht werden muss. Da ist was voller Kupferbarren. Krass. So, einmal hier das Mischelchen, bitte. Bin schon wieder am Ende meiner Kräfte hier. Können wir auch nehmen. Oh, ein Fass. Sehr cool. Das ist wie Kacke. Aber es wird mit Trüffel beschrieben. Wir haben gerade auf der Düsterinsel gelernt, dass wir durch die Haufen hier durchgehen. Und das kenne, okay. Weil da war Käse drin. Und da ist eine Box. Im Wasser, hier ist noch Tee. Hast du was vergessen? Oder ist es gerade runtergefallen? Was ist das denn für ein dicker? Ich sollte netter zu Saimi sein, nicht, dass sie wieder wütend auf mich wird. Und sind jetzt plötzlich darauf. Er füllt sein Boot immer mit Metall, aber er scheint nicht sehr glücklich zu sein. Ich muss damit aufhören, auf Piratenrennen zu wetten. Okay. Glücksspiel ist schädlich und keine Lösung.
Guckt mal, lecker, lecker. 85 Steine. Oder paar 80 waren es zumindest. Oh, hier können wir wieder fischen. Sehr schön. Eine Rotbrasse. Einen können wir noch. Versuchen wir von da oben runter zu springen auf das Ding. Ich glaube zwar nicht, dass ich es schaffe. Aber wir probieren es mal. Warte, wo müssen wir? Hier. Das war knapp. Aber wir haben es geschafft. So. Das war es eigentlich schon von der Insel hier, ne? Wir haben uns alles mitgenommen und abgebaut, was wir haben wollten. Auf deinem Kupferinselchen. Ja, dann hau rein. Bis zum nächsten Mal halt, ne? Okay. Einfach nach Süden. Woher nehmen wir aber diese Kartons hier mit? Oh, ja. Da. Guido say trans rights Ada N. Okay. Okay, der Tempel. Machen wir mal so. Es ist schon spät. Vielleicht sollten wir nur noch diese Nachricht lesen und dann im Boot eine Runde schlafen. Let's just do our best today, cause that's a continuation of yesterday. A car from the Far East. Eine Erdbeere. Endlich. Jetzt können wir die hoffentlich am Erdbeerbaum anpflanzen. Wir schlafen jetzt erstmal eine Runde. Oh, ich muss mich wieder am Bein kratzen. Moment. Wieder da gleich. Gut, mich ordentlich hinsetzen. Bevor ich die Erdbeeren, müssen wir ein Beet anbauen. Und damit haben wir keine Saat. Okay, bis wir dorthin gehen. Wollte ich gerade sagen, umrunde ich erstmal die Insel und guck, was wir hier so alles Schönes noch haben. Oder? Ah, das sind diese teuren Dinger, ne? Sehr gut. Engelsfisch, so heißen die. Und einen können wir noch. Gut.
Voll viele Möwen. Da hinten ist ein Imker, glaube ich, oder? Bring mal einen Imkerbauplan. Also nicht einen Imkerbauplan, sondern für eine Imkerei. Nennt man das dann so? Ein Brettel, ne? Wir schleichen uns an ihn heran. Na, Popo war schon da. Aha, na, Popo freut sich. Ach, das ist Blue schon wieder. Koa, das ist kein gewöhnlicher Botengang, beeil dich. Ach, wegen seinem Schal hier, oder was? Der hat ja auch die Bienenkönigin. Aber ich klaue jetzt einfach mal den Honig hier raus. Ich hoffe, dass der uns irgendwie was den Bausatz dann gibt für das Bienending. Okay. Jetzt noch ein Fessel. Mit ein paar Bretteln. Hier ist noch ein Blümchen. Wir gehen in der Mitte gleich zum Tempel und tanken auch wieder. Aber wir wollen erstmal. Da sind wir schon hier angekommen. So, dann gucken wir mal hier. Oha, hier hinten können wir uns links nehmen. Gottes Willen, kann man gar nicht sehen, was hier im Busch alles los ist. Ich nehme an, es ist nichts. Oh, hier, Tee. Den können wir auch wieder mitnehmen. Und einmal den Tank befüllen. Dankeschön. Warum steht denn da zweimal nehmen? Ist das zweimal das gleiche? Das ist der Tank. Ja. Und das ist auch der Tank. Okay, ist einfach nur mehrere Hitpoints quasi. Okay. Den habe ich genommen. Das habe ich. Okay. Mehr können wir auf der Tempelinsel hier erstmal nicht machen. Wir können eine Runde schwimmen, aber im Wasser gibt es ja jetzt auch nichts von uns zu holen. Deswegen würde ich sagen, ist eine gute Zeit, um aufzubrechen. Wir müssen jetzt erstmal zu Global Sleeps, also nach Osten, um dann nach Süden runterzukommen, weil direkt nach Süden dürfen wir ja nicht. Oh, hier, Kiste. So, Global Sleeps und hier müssen wir nach unten. Nehmen wir die Kiste mit. War mit dir schon gesprochen? Oh nein, ich habe ihn jetzt. This message set sail for the lands on the horizon and it found yours. May it bring you luck as you set sail to the horizon yourself and best wishes. From a friend and Pluggy Lizard Adventurer Lizardry. Ein Wackelpudding haben wir gekriegt. Cool. Ob die Leute sich aussuchen konnten? Weil das sind ja wahrscheinlich Bäcker, nehme ich an, ne? Die das hier immer dann geschrieben haben oder die Zettel schreiben durften. Und da frage ich mich, dürften die auch aussuchen, welches Item da mal dabei sein kann? Hatten die vielleicht eine Itemliste und dann hieß es, okay, kannst den Leuten einen Wackelpudding geben, kannst ihnen aber auch das und das geben. Das wäre cool. Oh, hier sind Kisten. Verdorrte Insel. Ja, das klingt ja jetzt nicht so gut, ne? Oder hin, die Kiste nehmen wir noch mit. Kisten. Es sind Ressourcen umsonst, Leute. Das müssen wir nutzen. So, okay, wo können wir hier anlegen? Oh, hier ist noch eine Krabbe. Luis und Chiu Quan Lam. You are both forever in my heart. I can't promise to be there for the rest of your life, but I can promise to love you for the rest of mine. No. I'm blessed to have you both in my life. Love you both, dearly Andrew Lamb. Oh, das ist das Essen. Das, was wir brauchen. Was liegt denn hier? Ah, das ist ein Nest. Okay, wir legen hier vorne mal an. Okay. Hier ist ein dickes Fass.
Gut. Sofort dort sieht die Insel jetzt nicht aus. Ist das bloß ein abschreckender Name, damit die Leute sich verkrümeln? Hier kann ich hier die Kisten. Oh, ich kann nicht alle aufmachen. Sehr geil. Harz, ein Brett. Noch ein Brett. Hier ist. Was ist das? Kakao? Sieht aus wie Kakaobohnen, ne? Gibt's denn hier alles zu holen? Ist ja der Hammer. Eine Zitrone haben wir noch. Okay. Warte mal, wir gehen erstmal hier drüben gucken. Das ist nämlich auch noch eine Message. When someone read this message, they were hard times deciding what to do, but now it is clear as day what to do. If I can do so, can you. Next step is what matters, but don't think too hard. Just do what you want to and enjoy. Da hat jemand eine harte Zeit durchgemacht. Währenddessen. Ich habe keinen Köder, ne? Oder doch? Ein Zackenbarsch. Ah nein, jetzt habe ich keinen Köder mehr, okay. Aber hat er die Köderanzahl? Ich verstehe es nicht ganz. Kann ich dieses Fass dort mir einfach so holen? Oder muss ich das mit dem Boot holen? Wow, ist das riesig. Muss ich anscheinend mit dem Boot holen. Parkour ist auch sehr, sehr, sehr erschöpft. Ich schaffe mal wenigstens einen kleinen Inselrundgang. Ich würde gerne auf einer Insel voller Früchte und Nachbarn leben und Tiernachbarn. Also ein paar Hasis wären ziemlich cool bei uns, ne? Oh, hier unten ist schon wieder was runtergefallen. Das nehmen wir doch. Kann ich hier was runterschütteln? Hier ist ein Nüssel. Ist nix. Eigentlich voll fies, dass wir hier das Nest plündern. Von den armen Möwen, bloß um eine. Wenn wir eine Suppe machen können. Naja. Ist auch noch eine Krabbe da. Ist auch noch eine, aber die könnten wir eventuell. Die haben wir, glaube ich, gehabt beim Anvisieren. So. Ach, Tschiepel füttern. Ich habe nichts zum Füttern. Es tut mir leid. Erdbeeren. Sadly, this is no treasure map, only a friendly message. May the sun shine up on you, no matter where the wind and the sea may guide you, Ben. Danke, Ben. Hier kann ich auch nicht reden. Klaue ich hier mal deine Ernte? Oh, das hätten doch jetzt Erdbeersamen sein können, jetzt ernsthaft, ne? Okay. Das war es dann auch schon von der Insel, würde ich behaupten. Oh, hier hinten ist noch links runtergefallen. Ja, hier waren wir schon. Die müssten wir jetzt erforscht haben. Es ist ja sowieso schon spät. Und wir sind müde. Deswegen würde ich sagen, wir steigen ein. Schlafen im Boot bis zum nächsten Morgen. Und in der Zeit, wir sind auch ganz kurz vor der 20-Minuten-Grenze, würde ich sagen, machen wir insgesamt eine Aufnahmepause und legen dann morgen unseren Weg los zu Donas Insel. Wir müssen ja jetzt an der Heimatinsel mal eine Runde vorbei crashen und dann runter zu Dona. Und dann haben wir ja einen halben Rundgang gemacht. Die andere Hälfte fehlt ja noch.
Links die ganzen Inseln, die wir haben. Aber dann sind wir schon mal ein bisschen wieder rumgekommen in der ganzen Zeit, ne? Also dann, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.